Immer gesagt, du, wir müssen ein Zentrum aufbauen. Wir müssen eine Schule aufbauen, weil es braucht top ausgebildete Homöopathen in der Schweiz. Wir sind 86, was ich sage. In der Schweiz sind die Homöopathen ungenügend ausgebildet. Man darf nicht an Patienten üben. Da war er extrem streng. Man muss die Hausaufgaben vorher machen. Und in Indien ist Homöopathie auf universitärem Level, das ist ein sehr aufwendiges Studium und deshalb hat er dieses Modell im Kopf. Dann sagte er, wir müssen wir müssen viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir müssen zu den Leuten gehen, wir müssen ihnen erklären, was Homöopathie ist. Was nützt gute, ausgebildete Leute, wenn die Nachfrage nicht da ist? Ne? Ja. Das ist klar. Und dann sagte er, wir brauchen noch ein Ort, wir brauchen eine große Praxis, wo ich praktisch zeigen kann, was die Homöopathie ist. Nicht nur dozieren, sondern zeigen. War immer sehr wichtig, der praktische Unterricht. Und auch die Leute, also die Patienten und die Therapeuten, wie begeistern für die Homöopathie. Und deshalb war das Ziel, ein Zentrum aufbauen. Und das haben wir in den letzten 30 Jahren gemacht im Zug. Das Zentrum heißt SHI, Haus der Homöopathie. Und da gibt es eine große Praxis. Wir sind 8 Homöopathen. Wir arbeiten nur mit der klassischen Homöopathie. 24 Stunden Notfalldienst. Das ist wirklich ein großes Zentrum. Wir haben Patienten aus ganz Europa, die zu uns kommen. Ist Corona-bedingt ein bisschen schwieriger. Aber es ist so wie eine Überweisungspraxis geworden, auch. Und dann haben wir die Schule, die SAI Homöopathie-Schule. Und die hat also verschiedene Abteilungen, aber sagen wir, die Hauptabteilungen, Bereiche sind eine Ausbildung in Humanhomöopathie. Dann gibt es eine Ausbildung in Tierhomöopathie. Und dann gibt es ein großes Weiterbildungsprogramm und ein Öffentlichkeitsprogramm. Und der Humanteil, Humanhomöopathie, ist die einzige Schule in der Schweiz, die auf Level von einer höheren Fachschule anerkannt ist. Also die einzige Homöopathie-Schule. Es gibt ja viele höhere Fachschulen. Und das ist die Arbeit, die wir gemacht haben. Dann gibt es noch, weil das auch noch dazu gehört, eine Herstellungsabteilung von homöopathischen Mitteln, das heißt Homeosana, ein Verlag. Wir geben eine Zeitschrift raus. Similia, die auch nur klassische Homöopathie ist. Und wir haben noch einen wunderbaren Garten, Homöopathiegarten, mit über 150 verschiedenen Pflanzen, Sträucher, Bäume, die man als Ausgangssubstanz in der Homöopathie braucht. Es ist ein ganzes Zentrum geworden. Und das war ein Haus der Homöopathie. Er hat immer gesagt, wir brauchen die Homöopathie. Wir müssen stolz sein, Homöopath zu sein. Wir müssen uns zeigen. Ja. Aber wir müssen uns professionell zeigen. Organisiert, professionell. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Und das haben wir gemacht in der Schweiz. Und das ist eine große Ehre, große Verantwortung, große Ehre für mein Team und für mich, das jetzt weiter zu
entwickeln.